Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir stehen hier in Dalaran vor der violetten Zitadelle. Heißt das violette Zitadelle? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ja, violette Zitadelle. Aus irgendeinem Grund verwechsel ich das immer mit der violetten Festung. Ich weiß nicht warum. Ich hatte ja gesagt, ich gehe in die Ordenshalle zurück und mache so ein bisschen Forschung und so, was an dem da scheitert. Da Ordensressourcen. Yeah. Ja, aber ich habe ein bisschen was für die Berufe getan. Ne? Ja, Verzauberkunst ist nicht so ganz viel. Aber hier, wow, der Intelligenz auf 3. Yay, hier war nämlich gerade World Quest. War ich ganz überrascht. Und wow, Lederverarbeitung sind wir schon mal ganz gut dabei. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Aber, was, ne, wir müssten eigentlich in den Hochberg zurück, da sind wir ja, ne, unterwegs. Aber, wir haben hier noch was abzugeben bei Katka. Ihr lebt! Eure Champions kamen zu mir, nachdem sie vergeblich versucht hatten, euch in der Ordenshalle wiederzubeleben. Wir haben euch hierher gebracht. Was ist passiert? Ganz ehrlich, Katka, ich weiß ja nicht mehr, wovon du redest. Ich glaube, das hat was hier mit dem Stern der Lune zu tun, ne? Oder? Im Haus von Licht und Schatten bringt die Träne von Elune zum Herz. Ja, das wird das sein. Ne, in der Ordenshalle? Das ist das also nicht. Okay, dann ist das eventuell die Zuführung des Supermar. Warte. Wissen ist Macht. Ach du Schreck, was haben wir da? Edikte, Gottkönig und Chromi. Ach, die sind jetzt neu reingepatcht. Ja, die kenne ich noch gar nicht. Im Haus von Licht und Schatten. Doch, ist doch hier. Da stand doch was von Ordenshalle. Ja, schlecht nach für den alten Mann. Ja, okay. Das war unspektakulär. Der Schmerz geht vorüber, Champion. Ihr tragt jetzt mein Mal. Dadurch kann ich eure Erlebnisse sehen und fühlen. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr könnt. Es gibt viel zu tun. Aha. Okay, ich glaube, wir müssen doch mal in die Ordenshalle. Wir werden uns wiedersehen. Soldaten und die Legion das hier müssen wir aufgehalten werden. Was ist das denn? Edikt Gottkönig, bezwingt über Blaskol und Hallem der Tapferkeit auf Mythisch? Nein. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Mythisch können wir ja nur, wenn wir eine eigene Gruppe machen. Ich selbst bin so übrigens noch nie mythisch gegangen. Das kann man auf jeden Fall nicht über den Dungeon Browser oder so. Das muss man über, ja, über Freunde, Gilde, weiß der Geier was machen. Erreicht den Freundschaftsrang. Zeitspringer bei Chromi in der Drachenöde. Aha. Aha. Chromi Botschafter im Bronzen und Drachenschwarz im Würmrot-Tempel. Sollen wir das machen? Also eigentlich brauchen wir eher hier, ne, Ordensressourcen, ne, um unsere Waffe hochzupowern. Suramar wollten wir erst, wenn wir Hochberg durch haben. Ihr geht voran. Warte, wir gehen erst nochmal in die Ordenshalle, gucken, was Xera von uns da wollte. Wo wir ansonsten nichts Großartiges, das war das falsche Wort, nichts Großartiges machen können. Aufgrund der Ordensressourcen. Warte, was ist da? Was haben wir denn für eine Weekly? Braucht ihr Hilfe? Verschleierte Fahrt durch die Zeit. Schließt 5 Zeitwanderungs-Dungeons ab. Das wäre vielleicht nicht so ganz uninteressant. Aber warte, wir gehen erst in die Ordenshalle. Erst alles schön der Reihe nach. Es gibt so verdammt viel zu tun in diesem Spiel, das ist unglaublich. Ba, 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 ba. Wo ich mich doch in der Ordenshalle immer verlaufe. Wo war denn Xera? Unten irgendwo, ne? Hier nicht? Doch, da hinten. Da hinten. Ich sehe sie. Also ich sehe das Ding in der Lune, das da. Da. Wiederauferstehung. Reist nach Valshara und werde Zeuge der ersten Momente zu Illidan Sturmgrims Leben. Das ist nicht von Xera.
Doch, das ist funktioniert. Das Herz des Lichts, bla bla bla. Okay, dann müssen wir also mal nach Valshara. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das. Was will der? Achso, der hat die andere Waffe, ne? Die brauchen wir ja nicht. Mittlerweile ist es so, die Artefaktforschung ist stark verkürzt. Sind, glaube ich, nur noch 7 Stunden früher. Ganz früher waren es 3 Tage oder sowas. Ja, nachher, in letzter Zeit war es immer nur 1 Tag. Mittlerweile sind es nur noch 7 Stunden. Es ist also wirklich nur noch eine Frage der Ordensressourcen, die man ja wiederum da recht gut bekommt, muss man ganz klar sagen. Beziehungsweise über Weltquests. Wohin wollten wir? Nach Valshara, ne? Valshara. Stand dabei. Wohin, Valshara? Wie darf ich helfen? Das ist also da. Sturmheim, Hochberg, Valshara. Okay, ich würde sagen Mondkerzen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt stark vereinfacht. Das hat Blizzard ja von Anfang an gesagt. Speziell für die Mimi-Leute, ne, gesagt haben, wie ist denn das mit Twings und weiteren Artefaktwaffen und so für die Dual-Spezialisierung. Und hast du nicht gesehen, wenn man da jedes Mal so ewig forschen muss und so, dann ist das ja wow. Hat Blizzard ja von Anfang an gesagt, das wird mit der Zeit verkürzt. Es ist halt nur beim ersten Charakter, wenn man von Anfang an Legion gespielt hat, beim ersten Charakter relativ zeitaufwendig. Ist auch logisch, muss ich ganz klar sagen. Also, finde ich sagen, haben sie gut gemacht. Was mich wundert an der Geschichte, ich weiß nicht, ob jemand hier zuschaut, der das Let's Play von Mammut kennt, wo ich schon seit Jahren dabei bin, das WoW Let's Play, was ja eigentlich der Grund ist, warum ich hier selber eins mache. Der Charakter, den ich da spiele, der Schamane, das ist eigentlich der Charakter, wo ich am wenigsten für gemacht habe, weil der ja in dem Let's Play drin ist und ich nicht außerhalb des Let's Plays irgendwas machen wollte. Dennoch ist das derjenige, der mittlerweile seine Waffe schon komplett ausgeskillt hat. Mein Farmcharakter, die Isadrona, das ist ein Druide. Ach, da kann ich auch noch was zu erzählen. Der hat die Artefaktforschung auch durch, ja. Hat er von Anfang an immer schön betreiben können. Ist aber die Waffe noch lange nicht ausgeskillt. Der Schamane, wo ich kaum was getan habe, der ist ausgeskillt. Seltsam. Und er hat sogar 2 Skillpunkte, glaube ich, mehr auf der Waffe, als ich von anderen Spielern weiß, dass man sie beim Druiden braucht. Oh, da liegt ein Schatz. Ah, da ist ein Schatz. Yay. Direkt mal ein paar Ordensressourcen. Und natürlich Artefaktmacht. Yay. 300 Artefaktmacht. Wow. So, so, gucken wir mal da hinten. Ihr bin ja aber doch bestimmt falsch, das hat doch nichts mit Illidan zu tun. Feenverzauberung, was wollt ihr, Blutelf? Bla bla bla. Questband. Ja. Das hat nichts mit Illidan zu tun. Warum war dir jetzt was mit abgeschlossen an? Ja, ist okay. Was? Wir hätten bestimmt hier wieder auferstehen von illegalen Sturmgrill. Ja! Wir hätten darüber gemusst. Komm, fliegen wir so. Und was jetzt mit dem letzten Patch reingekommen ist, also mal abgesehen von der Zeitwanderung hier mit Chromi und bla, die Tode Chromis oder so, ich habe mir noch nicht angeguckt, keine Ahnung. Sind ja jetzt auch Klassenmounts eingeführt worden. Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Eine Erinnerung regt sich. Wenn ihr bereit seid, ruft mich. Und wir decken gemeinsam einen Teil von Illidans Vergangenheit auf.
Okay, Xera, das können wir gerne machen. Wie denn? Achso, da. Xeras anrufen. Ah, na gut. Ja, bevor ich das jetzt noch mache, mache ich Quatsch da noch zu Ende. Wow. Man kann ja von den Mounts halten, was man will. Ist ja alles Geschmackssache. Ich finde sie zum größten Teil ein bisschen einfallslos. Vor allem das Pala-Mount. Sorry, das ist einfach nur... Ja, das Pala-Mount, was es schon immer gab. Genauso wie beim Hexer. Minimal optisch überarbeitet, bla. Schamane gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Hab aber allerdings in diversen Foren gelesen, dass da viele sehr begeistert von sind. Ja, soll mir alles recht sein. Wollen wir ja nicht drüber meckern, es gibt ja genug Mounts, ne? Komm mal, ja, mal, guck mal, warte mal. Ich habe wenige und ich habe 121. Ja, also das soll ja nun nicht ein Problem sein, wenn es einem nicht gefällt. Aber, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, beim Druiden ist dieses Klassenmount doch tatsächlich eine geänderte Fluggestalt. Blizzard, warum? Man kann über Glyphen seine Gestalten ändern, wenn man sie Standardgestalten nicht haben möchte. Wenn ich mir jetzt mit meinem Druiden das Klassenmount hole, dann ist meine Fluggestalt verändert dauerhaft. Ich kann es über eine Glyphe auf wieder eine andere machen, aber glaube ich, soweit ich weiß, kann sein, dass es noch anders wird, nicht auf die ursprüngliche Gestalt. Und die wiederum möchte ich nicht verlieren. Was soll das? Verstehe ich nicht. Und es ist hässlich, meiner Meinung nach. Aber witzig, weil man kann andere Spieler mitnehmen. Man braucht also nicht mehr den, oder? Den da. Als Druide braucht man den nicht mehr, wenn man sich das Klassenmount geholt hat. Hier können ja andere Spieler aufsteigen und mitfliegen. Das braucht man dann nicht mehr. Das finde ich ganz witzig. Aber warum als dauerhafte Änderung? Also als zusätzliche wäre cool. Eine uralte Erinnerung regt sich. Wenn ihr bereit seid, ruft mich. Und wir decken gemeinsam einen Teil von Illidans Vergangenheit auf. Das hast du mir eben schon mal gesagt, Xera. Und ich werde das jetzt auch machen. Wer folgt mir denn da? Ach so, mein Begleiter. Okay, dann Xera, mach mal. Göttin, sie hat uns in dieser Nacht mit neuem Leben gesegnet. Mit der Geburt von gleich zwei gesunden Jungen. Gleich zwei? Die Zwillinge Sturmgrimm. Wunderschön und fast identisch, bis auf... Der da, er hat goldene Augen. Fürwahr. Diesem Kind ist eine große und blühende Zukunft bestimmt. Sein Name ist Illidan. Arbeit abgeschlossen. Das war... Illidan lebte ein Leben voller Potenzial. Ein Schicksal, geschmiedet in der großen Ordnung und getragen von den kosmischen Winden. Bis es schließlich auf Azeroth seine Bestimmung fand. Im Inneren dieser Winzigkeit begann der große Zyklus von Neuem. Das war unspektakulär. Aber okay, es war halt die Geburt von Illidan. War gut. Ja, und das war's jetzt? Ernsthaft? Ja, okay. Können wir hier noch was abgreifen? Wenn wir denn schon mal hier sind. Da könnten wir, ja. Da können wir Ordensressourcen abgreifen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Hier, ja. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen heute mal ein paar World Quests. Auch wenn wir, das ist der falsche, ich würde den da. Auch wenn wir eigentlich noch ein bisschen was am Hochberg zu tun haben. Aber na gut. Die Harpien wollen die anmutigen Eulen unseres Waldes verfluchen. Beeilung! Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Nö, nö, da kriegen wir schon auf die Reihe. Keine Sorge. Arbeit, Arbeit. Zack, Schüsse, eine haben wir schon. Arbeit, Arbeit. Noch eine, wunderbar. Noch eine. Arbeit, muss ich die Harpien töten? Ich muss die Harpien töten. Dann mach ich doch gerne, weil ich finde das immer so etwas nervig. Auf den Tod.
Ja. Und du auch noch? Ja. Da ist so eine Eule. Die hat die neue Fluggefährte. Wo ist sie jetzt? Ist weg. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich will ja grundsätzlich nicht meckern. Ne? Ist ja, ne? Man hat ja genug Auswahl. Soll ja nicht das Problem sein. Aber im Falle der Eule, dass das dann so dauerhaft so ist. Also ich hoffe, dass das nochmal ändert. Für mich persönlich sehe ich auf jeden Fall keinen Grund, sie jetzt gezielt zu holen. Mit irgendeinem Charakter. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Weil mir keins so hundertprozentig gefällt. Auf der anderen Seite, wenn ich es kriege, bei der Eule zum Beispiel Hattie, wäre ich soweit, könnte ich es mir holen. Das ist zu weit entfernt. Warum nicht? Ne? Hallo? Bist du entkommen oder was? Hallo? Wo fliegen die hin? Komm runter! Wer weiß, vielleicht machen wir es auch mit dem Dämonenjäger mal irgendwann, wenn wir so weit sind. Das kann ich nicht angreifen. Ewig. Weiß gar nicht, ob das Let's Play so lange geht. Keine Ahnung. Weil da gibt es noch einiges zu tun auf der verhärten Küste, wo wir ja noch gar nicht sind. Wobei ich echt überlege, normalerweise wäre ja nach Hochberg, wo wir jetzt alle für sich sein müssten, wo wir auch gar nicht mehr angreifen heute wahrscheinlich. Wenn wir es denn testen. Ich brauche ein Ziel. Normalerweise wäre nach Hochberg ja Surama fällig. Das ist zu weit entfernt. Wo ich aber schon überlegt habe, bevor wir Surama gehen, gehen wir wirklich so ein bisschen zur harte Küste. Und oder tun das, was wir jetzt hier gerade machen. World Quests. World Quests. Wer fehlt denn hier? Hexenmutter. Wo ist sie? Wo bist du? Ich weiß, ich habe was anderes gepult. Aber wo ist sie? Ich habe kein Ziel. Und zwar der. Da ist sie. Zack. Und zwar, weil in Surama ist es wirklich sehr von Vorteil. Aua. Wenn man den besser bekommt. Ich werde sehen, sehr, sehr schön. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Rein von der Aufmachung her, mein liebstes Gebiet. Die Rettung der Eulen war eine edle Tat. Aber wie gesagt, auch sehr praktisch, wenn man was Besseres hat. Wobei wir schon den Vorteil haben, dass wir fliegen können. Warte mal, warte. Dahin? Ja, dahin. Da kriegen wir was Besseres für unsere Artefaktwaffe. Yay! Nochmal hier. Oh, wir haben die Traumweber hier. Das ist natürlich praktisch. Ahaha, das ist sehr praktisch. Kriegen wir nach 4 World Quests sogar noch eine extra Kiste, wo auch noch was drin sein kann, was wir brauchen können. Dieses Mal sind die Geister zu weit gegangen. Sie peinigen diese süßen kleinen Feendrachen der Mondschwingen. Jo. Also zieht bitte los und rettet sie. Mach ich. Ich glaube, das haben wir vor kurzem erst gemacht, ne? Wie die normale Quest. Das war keine Absicht. Hallo? Lass mich mal wieder hoch. Hallo? Das ist zu weit entfernt. Das kommt mir gerade so vor, als wäre es gar nicht lange her, dass wir das hier schon gemacht haben. Warum? Wir sind doch eigentlich die letzten, keine Ahnung, 2-3 Folgen im Hochwert gewesen, oder? Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht angreifen. Dann wieso kann ich das nicht angreifen? Pff, dann halt nicht. Wenn er da am Abrocken war. Jetzt haben wir nicht mehr. Das
fällt mir ein, wir haben ja noch eine Rechnung offen am Hochberg, ne? Mit dem Elf. Wenn wir mit besserem Equipment mal dem zeigen müssen, wo es lang geht. Da liegt er zum Einsammeln, sollte ich vielleicht mal machen. Ach komm, Pfeil. So. Ich habe nicht gelootet, warum nicht? Man weiß es nicht. Da, dich muss ich befreien. Wo wollte der hin? Der wollte weglaufen, habt ihr das gesehen? Mit mir, mit der Kommando. Arbeit, Arbeit. Einen gerettet, yay. Töten wir es. Red, wo hänge ich da fest? Hallo? Ich häng fest? Aha. Ach, komm mal mit, aber war. So. Oh, das könnte jetzt allerdings wieder ein bisschen. Wer hat denn hier so übertrieben und mir mein Vögelchen geklaut? Man weiß es nicht. Ist das mein Begleiter? Lass mich mal da dran. Ach scheiße, den hat der geholt. Ja. Warum sind hier so viele unterwegs? Was soll denn das? Reiten. Zack. Hab ich. Zack. So, lass mir hier auch mal dran. Hallo, nicht unterbrechen. Nicht unterbrechen. Nicht unterbrechen. Ich sag gleich bei der Scheiße. Verdammt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. 5 von 8. Jawohl, geht doch. Arbeit, Arbeit. Bräuchte ich noch? Ne, den habe ich schon, den brauchen wir nicht. Hol ich den jetzt, wenn ich hier vorbeigehe? Nein. Sehr gut. Das kann ich nicht angreifen. Einen noch. Den werden wir ja wohl noch hinkriegen. Das ist auch ein Dämonenjäger, ne? Ist das eventuell von dem Begleiter? Hat er den gleichen Begleiter bei wie ich? Man weiß es nicht. So, da hinten ist einer. Ja, die hatten alle hier angeflitscht. Ich mache dich nicht mehr. Man muss sie einfach beschützen. Dich hat keine Ahnung angefangen. Steh ich mal. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. So, wir haben was für uns gekriegt. Sehr gut. Ausrüsten. Welcher ist es? Der mittlere, ne? Das war doch ein höherer, ne? 8, 15. 97. Yes! Etwas mehr. Was? Hat der gerade gesagt, traut euch hier? Ich musste erst etwas anvisieren. So. Also wirklich. Ist das auch eine Besserung? Wahrscheinlich, ne? Ja. Da kriegen wir garantiert sowieso aufs Maul. Aber okay. Habe ich hier markiert? Nö. Aufi! Schon 2 Verbesserungen in 20 Minuten, wovon ich sehr viel rumgequatscht habe. Was ist denn hier für ein Rarer? Ein Rarer? Blutschnabel? Den hatten wir doch schon gelegt. Das warum ist der immer noch wahr? Helf mir den mal. Das
ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ja, viel brauchte ich ja nicht tun. Zwergeule, yay, kann ich gar nicht benutzen, weil besitze ich schon dreimal. Falsche Mount. Wir hatten doch Blutschnabel gelegt. Da hatten wir doch, glaube ich, sogar so Probleme, oder? Die weil der ist ganz gerne mal verpackt. Albtraums beflecken weiterhin das Mondklauental. Löscht sie aus, Champion. Arbeit, Arbeit. Okay. Ich brauche ein Ziel. Arbeit, Arbeit. Bin da immer so ein bisschen verwirrt mit dem Begleiter hier. Da sind alle am Werk. Muss ich den da haben? Nein. Hier geht es nur um Prozente, oder? Nö. Nö, es geht nicht um Prozente. Der hat das Ding schon kaputt gemacht. Na, hätte ich einen Glücksrum. Das ist auch alles tot. Verdammt! Da hatte ich doch vor, weiß ich nicht mehr, 2 Wochen oder sowas, hatte ich doch mal erwähnt, dass durch die Eröffnung der Küste jetzt mittlerweile die Gebiete hier alle nicht mehr so überfarmt sind. Ja, das hat sich mittlerweile wieder erledigt. Wie man sieht. Was hier wieder abgeht, es ist wow. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt ein Team spielt. Oder woran das liegt. Oder wir alle einfach nur Ordensressourcen farmen wollen. Ich habe keine Ahnung. Bräuchte ich? Nein. Oh, das Ding ist wieder da. Sehr gut. Kaputt machen. Bereit zur Arbeit. Haben wir 3 davon. Was brauchen wir denn noch? Albtraumwichtel und noch 2 Druiden befreien. Ja, das mit dem Befreien ist so eine Sache. Da ist einer. Ich bin außer Reichweite. Touchen wir mal an, bevor einer kommt. Sehr gut. Hallo? Looten? Ein neues Opfer für die Flammen. Arbeit. Noch einen befreien? Der ist schon befreit. Ja. Man sieht, was ich meinte, ne? Dann hauen wir den Wicht oder? Den brauchen wir ja auch. Ich hätte gern was zum Befreien. Das Schöne ist, dass es wieder extrem viele Allies sind. Wo mich immer noch interessieren würde. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Inwiefern das ein Gewinnproblem ist. Das dürfte ja eigentlich gar kein Gewinnproblem mehr sein. Weil mittlerweile ja keine Ahnung, wie viele Lebens zusammengeschoben sind. Das ist zu weit entfernt. Oder ob es allgemein mittlerweile so viele Allianz-Spieler gibt. Würde mich echt mal so ein bisschen dazu interessieren. Dafür müsste ich aber ja auf einen von 2 anderen Games locken, auf denen ich schon seit Jahren nicht mehr war, wo ich früher drauf gespielt habe. Da ist noch einer. Ja. Habe ich ihn befreit? Nein. Doch, ich habe ihn befreit. Das kann ich nicht angreifen. Was hat? Satyr, den Satyr, den Satyr. Den Satyr, der, ja, der ist doch auch hier irgendwo. Du? Du? Nein? Ja, Fu? Lala, lala, lala. Oder mussten wir dafür in die Höhle? Ich habe keine Ahnung. Warum wird er mir auf der Karte nicht angezeigt? Mann!
Oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich bin außer Reichweite. Warte, ich sammle erstmal die Kram ein hier. So. Ja, das war's schon. Na, du willst auch noch was? Ja, anscheinend nicht. Anscheinend doch. Was denn jetzt? Ich muss mich heran. Entscheide dich mal. So, wo zum Fick ist der Satyr? T-Lot. Der stand doch, also entweder steht er in der Höhle oder er stand in irgendeinem Haus. Das sind sogar 6. Warum wird mir das jetzt nicht mehr markiert? Das gibt's doch gar nicht. Du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Ja. Finde ich richtig gut, dass mir da gerade nichts markiert wird. Das ist so. Nee. Auch mit dem letzten Patch ist da ja auch wieder so einiges ein bisschen fragwürdig geworden, was die Anzeigen anbetrifft. Lockst dich ein, kriegst einen Erfolg. Hatten wir hier im Let's Play, glaube ich, auch schon, ne? Ah, ne, da hatte ich die Aufnahmen noch nicht am Laufen. Aber grundsätzlich hatten wir es ja auch. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, hier ist auch schon ordentlich aufgeräumt. Wer bist du? Nö. Ja. Aha! Aha! So einen Robber, Alter. Ich musste erst etwas anvisieren. Alter, diese Effekte, ne? Dich nicht. Euch auch nicht, weil er nur der Einzige, also das gibt's doch nicht. Ja, ja. So wird alles verzögert, was eigentlich schnell gehen könnte. Nur weil ich kann, ne? Jedes Ziel kann ich nicht angreifen. So. So, wo sind die Kollegen? Das da könnte einer sein. Es ist einer. Das kann ich nicht angreifen. Noch einer? Gleich zwei nebeneinander. Yay! Ja, die anderen Spieler sind weg jetzt. Komm mal, komm langsam so die nicht mal drauf. Wieder. Nein, dich brauche ich nicht. Das ist eine Eule, alle Eule. Hab. Ich bin außer. Nein, ich bin. Guck mal, ich hau. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich brauche nur noch einen von euch. Kriege ich einen von euch gepult? Wahrscheinlich nicht. Da kommt einer. Und, sei da. Ja, zack. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Aber ihr habt einen Hoffnungsschimmer gebracht. Ich danke euch. Ja, bitte, gern geschehen. Warte, so, was haben wir denn da gekriegt? Ja. Ist eine Verbesserung. Muss man klar sagen.
Bei der Zwergeule könnte ich mal gucken, ob man die, ob ich die, die ich besitze, in den Käfig setze. Der war gut. In den Käfig setze ich dann, aber ich glaube eher nicht. Oh, dann gehen wir mal nach da und lassen uns aufs Maul hauen. Da ist nämlich ein Kranz drumherum. Das tut bestimmt weh. Ich habe gerade geguckt. Wie viel haben wir? 3 von 4. Okay. Wie viele Ordensressourcen haben wir? 146. Ja, das war jetzt nicht so ergiebig, ne? Gut, dass der gerade gestorben ist. Wo ist denn der? Ja, hier. Zeig ihn mir. Da. Ja, er ist gerade getötet. Das ich Glück habe ich auch. Ziel. Ja, ich weiß, dass ich kein Ziel habe. Ich brauche auch noch keins. Warten wir mal auf Respawn, ne? Hallo, Ali. Ein Paladin. Hast du schon das neue Palamount? Ist das dein Palamount? Nein, das ist nicht der Palamount. Das tut ihm für ein Schild. Das ist nicht so schick, damit hätte ich jetzt nicht so angegeben. Kann er mal kommen? Hallo? Hallo? Gut, hat die Anzeige wieder. Merkt das? Die Anzeige ist schon wieder da, so noch. Ist schon wieder nicht mehr okay. Jetzt bist du wieder da. Lalala, und sonst so. Hallo? Aua, warum tust du so weh? Gut, dass der Baller da weg. Das tut aber trotzdem halt so weh. Warte. Da kommt der nächste. Gemeinsam schaffen wir es, auch wenn er dann hochskaliert ohne Ende. Er ist gleich down, er ist gleich down. Yes. Das anvisieren. Sehr gut. Was haben wir dafür gekriegt? Ja. Die Belohnungen halten sich echt in Grenzen. Muss man sagen. Ich bin schon verwöhnt von der Küste. Verdammt. Das war schon wieder das falsche Wort. Besucht den Abgesandten, um eure Belohnung zu erhalten. Das weiß ich. Danke, dass du mich darauf hinweist. Da kriegen wir Ordensressourcen. Ordensressourcen ist gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube 500 brauchen wir für eine Forschung. Was? Ist das schon der, den wir töten müssen? Nein. Ach so, der ist hier. Nee, ich hänge irgendwo fest. Der ist hier in der Höhle. Oder? Hau nochmal mit drauf. Also so ein Boss möchte ich auch nicht sein, ne? Und generell so ein Boss, ne? Aber erst recht, wenn man war, er ist ja einer von denen, die ich nicht so weit weg bin. Ich gehe da fliegt, die Varianz davon. Von alle paar Minuten kommt da eine Horde von Leuten und Poker. Ja, ganz voll. Kein Gott. Ja? Danke, Fetch.
Die Wächterinnen stehen in eurer Schutz. Hab ich die jetzt gelootet? 46 Ordnungsressourcen. Ja, okay. Gut, dass ich den Loot hole, um es mitzukriegen. Finde ich super. Haustier? Nein, wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht, obwohl es schön Artefaktmacht geben würde. Dann geben wir mal abgeben. Dahin. Dahin. Darf ich es markieren? Warum darf ich es nicht markieren? Ist egal. Fliegen wir zu Fuß. 871 Ordensressourcen. Yay. Einmal Forschung. Yay. Ich überlege gerade. Weil jetzt, wo wir gleich abgeben, sind wir auch fertig. Weil ich gucke so auf die Zeit. Folge rum. Ich überlege gerade, ob wir nächste Woche das nochmal machen. Oder vielleicht sogar zur Küste gehen. Man weiß es nicht. Ihr könnt ja mal was dazu in die Kommentare schreiben. Wäre ja nicht schlecht. So, erstmal holen wir uns eine Belohnung. Was führt euch hierher? Was haben wir denn Schickes gekriegt? 4800 Artefakt macht, ist schon mal nicht zu verachten. Bams. Und, was können wir hier? Ein Höschen, das können wir sogar gebrauchen. Wow. Ja, okay. Vogelei, können wir das auch brauchen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Kochen, ne? So, komm, dann kaufen wir noch den Scheiß hier ab. Zack, danke. Haben wir, warte, haben wir eine Schulterverzauberung drauf? Nee. Haben wir nicht. Brauchen wir eine Schulterverzauberung? Ich glaube auch nicht. Haben wir noch irgendeine andere schöne Verzauberung? Intelligenz, Stärke, Beweglichkeit? Nein. Crit. Nein. Dann nicht. Gönne mal alles. Okay. Ich würde sagen, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Woche. Wir sehen ziemlich wieder aus jetzt. Ne? Okay. Ciao.